Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Machen wir weiter. Gut, ich habe nachgeguckt. Wir kriegen den irgendwann in einem weiteren Level. Vielleicht sogar jetzt im nächsten oder erst im letzten. Je nachdem, keine Ahnung. Deswegen müssen wir warten. Und jetzt nehmen wir nochmal, glaube ich, Fokus, weil ist der gute Safe für Teammates. Deswegen nehmen wir das nochmal mit. Und rein da. Hallo, Neo. Wer sind Sie? Ich bin der Architekt. Ganz genau. Ich habe die Matrix erschaffen. Ich habe auf dich gewartet. Warum bin ich hier? Ich verstehe das nicht. Es ist nur zwei mögliche Erklärungen. Es wurde alles genauso gemacht wie vorgesehen. Entweder hat es mir niemand gesagt, oder niemand weiß. Warum haben Sie mir da nichts vom Architekten gesagt? Warum haben Sie mir nichts von Zion erzählt und meinen Vorgängern? Warum haben Sie mir nicht die Wahrheit gesagt? Weil es für dich noch nicht an der Zeit war, es zu wissen. Wer hat darüber andere Frage? Du weißt wer. Was tun? Ich werde hier nicht warten und Ihnen beim Sterben zusehen. Entscheidung. Das Problem ist die Entscheidung. Es tut mir leid. Der Architekt hat mir gesagt, dass wenn ich nicht zur Quelle zurückkehren würde, Zion heute Nacht zerstört werden würde. Bitte. Bitte. Du und ich, wir können vielleicht nicht hinter unsere eigenen Entscheidungen blicken, aber dieser Mann kann sicher hinter überhaupt keine blicken. In der Zwischenzeit wurde mir jedoch klar, dass ich die Antwort mir entzog, weil sie eine geringere Intelligenz erforderte oder vielleicht ein Wesen, das weniger an die Parameter der Perfektion gebunden war. Er kann sie einfach nicht verstehen, er kann's nicht. Für ihn sind es die Variablen in einer Gleichung. Wenn ich der Vater der Matrix bin, dann wäre sie zweifellos ihre Mutter. Es ist seine Bestimmung. Er muss die Gleichung ausbalancieren. Was ist Ihre Bestimmung? Gleichgewicht zu stören. Interessant an der Hoffnung. Sie ist die wesentlichste menschliche Illusion, die beides ist. Sowohl Quelle unserer größten Stärken als auch unserer größten Schwächen. Geil. Boah, heftig. Ich sehe, dass Sie verliebt sind. Ich lasse dich nicht gehen. Ich kann nicht. Was würden Sie dafür geben, um diese Verbindung aufrechtzuerhalten? Alles. Sie geben mir Neo, oder wir werden alle sterben. Hier und jetzt. Sie sind wirklich heftige bereit, Synchros. Für diesen Mann zu sterben. Mit Sicherheit. Es ist überaus bemerkenswert, wie ähnlich das Muster der Liebe dem Muster des Wahnsinns ist. Ich hätte wissen müssen, dass er seine Schlampe zuerst schickt. Jawohl. Nichts, was so schwach ist, wird überleben. Was wollen Sie? Dasselbe, was Sie wollen. Ja, das ist es, Mr. Anderson. Sehen Sie über das Fleisch hinaus. Das war echt lässig. Sehen Sie durch die weiche Gelatine dieser glanzlosen Kuhaugen und sehen Sie Ihren Feind. Das ist absolut unmöglich. Nicht unmöglich. Unvermeidlich. Goodbye, Mr. Anderson. Oh lol, wir sind hier. LOL. Okay, daran kann ich mich nicht erinnern. Also da wirklich blank. Was muss ich tun? Oh nein. Immer der Nacken. Ich wünsche dir ein sicheres Ziel, Mr. Anderson. Yo, nice. Hilflos, Mitleid erregend. Sie wünschen sich doch nur noch von ihrem Leid erlöst zu werden. Oh, heavy. Da ist er. Smith. Sie können mich nicht aufhalten. Jawohl, Junge. Die coole Zwischensequenz. Die Macht des Auserwählten geht über diese Welt hinaus. Sie reicht von hier bis zu dem fernen Ort, dem sie entstammt. Wo ist das? Die Quelle. Das ist, was du gefühlt hast, als du die Wächter berührt hast. Du warst noch nicht bereit dafür.
Du solltest eigentlich tot sein, aber offenbar warst du dazu ebenso nicht bereit. Ich brauche Zeit. Glauben Sie wirklich, Sie kämpfen für etwas, für mehr als Ihr Überleben? Sie sind ein Symbol für Ihre gesamte Gattung, Mr. Anderson. Blinde Messias. Ich kann Sie sehen. Jo, nice. Woher weißt du das? Ich kann Sie spüren. Ich weiß nicht, ob er die Maschinenstadt erreicht. Und wenn er sie erreicht, weiß ich nicht, was er für unsere Rettung tun kann. Das ist echt... Illusionen, Mr. Anderson, Launen der Wahrnehmung. Vorübergehende Konstrukte eines schwächlichen menschlichen Intellekts, der verzweifelt versucht, eine Existenz zu rechtfertigen, die ohne Bedeutung oder Bestimmung ist. Du hast nie an den Auserwählten. So ein guter Schauspieler, genau wie in Herr der Ringe. Wir schaffen es, werde ich dir glauben. Wir schaffen es. Also wieso tust du das dann? Ich glaube an ihn. Ich kann nicht. Nicht ohne dich, Trinity. Du wirst es. Ich glaube daran. Das habe ich immer. Und sie alle sind genauso künstlich wie die Matrix selbst. Allerdings, nur ein menschlicher Verstand kann so etwas Geschmackloses erfinden wie die Liebe. Ich habe Angst, Trin. Das habe ich auch. Wieso, Mr. Anderson? Wieso? Wieso bestehen Sie drauf? Wenn eine Antwort existiert, dann gibt es nur einen Ort, an dem du sie finden kannst. Wo? Du weißt wo. Ich weiß, was ich zu tun habe. Wenn du irgendwas tun kannst, beeil dich. Was ist er? Das Battle wird heftig. Dein Gegenteil. Dein Negativ. Das Ergebnis der Gleichung, die versucht, sich selbst auszugleichen. Was willst du? Frieden. Und wenn ich ihn nicht aufhalten kann? Liegt die Zukunft beider Welten entweder in deinen Händen. Es endet heute Nacht. Oder in seinen. Gefällt Ihnen, was ich hieraus gemacht habe? Voll geil, wenn man das versteht, ey. Ihr kämpft für uns. Bei den ersten Mal ist es kompliziert, aber danach, ey, heavy. Oh, der Finale, das finale Duell. Holy, jetzt geht's los. Geil. Okay, wir sind bereit. Mr. Anderson, ich habe bereits nach Ihnen gesucht. Und es geht los. Okay, Quicktime Event gibt es hier ja nicht, deswegen kriege ich nichts. Sonst überspringe vielleicht aus Versehen etwas. Boah, geht los. Nee, das war nicht gut. Bam. Eins, zwei, drei, vier. Nein! Das war wichtig. Eins. Der lässt mich nicht fünfmal treffen für diese Super-Kombo. Nee, er lässt mich nicht. Nochmal. Alter, jetzt geht's los. Drehen, 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 drehen. Nein, ich schaff, aber er hat schon Damage genug. Oh, Leute, ich hab keinen Fokus. Oh, ich krieg voll im Fokus, weil ich mit der Quelle verbunden bin. Junge, ist das bastet. Oh, shit. Aufstehen, aufstehen. Das war nun... Oh mein Gott, ist er strong. Okay. Keine Leichtigkeit mehr. Zack, einmal noch. Noch einmal, noch einmal. Noch einmal. Drehen, 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 drehen. Oh. Zweite Animation. Ausweichen. Kicken. Nehmen. Oh, da war was. Drehen, 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 drehen. Und Wurf. Hat nicht gereicht, wir haben nichts getroffen. Zu früh. Ich dachte, manchmal lockt er an, aber irgendwie... Manchmal will er nicht. Oh, jetzt bin ich dahin geflogen. Lol. Animation extra dafür, falls man fliehen will. Von mir werden einfach nur zusehen, Mr. Anderson. Ja, ja. Oh shit, das war gut. Bam, Junge. Da war der. Reicht das so? Nee. Okay, ich versuche gerade Kombos zu testen. Ich werde das
Unlucky. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Junge, was haben wir? Last Battle, und das ist auf leicht, Leute, ne? Also, ich sag ja, wenn man nicht die Kombos richtig ins Blut macht, deswegen lohnt sich das auf leicht erstmal zu spielen, weil es ist wirklich, die Kombos und alles zu lernen, ist das A und O in dem Spiel. Ich glaube, wenn man reinkommt erstmal, dann wird es besser. Aber für Normal und Schwer, oder der Auserwählte, da muss man echt die Kombos können. Auch die Kombos auswendig, was die beste ist für die Situation und. Das ist echt heftig. Und die Cheats dazu, wirklich, glaubt mir. Weil die machen das Game sozusagen normaler. Bis auf vielleicht unendlich Muni, aber ansonsten, ne? Oh, jetzt fliegen wir. Hammergeil. Luftfight. Wie geht das denn jetzt? Okay, wir loaden. Bewegung links, rechts. Schlag der normalen. Aufladen. Was heißt aufladen? Ausweichen. Spezialangriff. Todesstoß. Rechtsklick plus Fokus. Was heißt denn aufladen? Bam, Junge. Oh, das hat nicht getroffen. Das war gut. Ein Wurf oder was? Nice. Bam, Junge. Schön aufgeladen, die Sau. Und da kommt er wieder. Das ist ja fast wie ein bisschen Dragon Ball mäßig, ey. Oh, schön ausgewichen. Ich muss ausweichen. Meiner ist wieder ein bisschen betäubt. Oh! Da habe ich kassiert. Alter, das ist ja wie ein Film, ey. Schlag auf Schlag. Okay. Fliegen wir ran. Warm, Alter. Oh, wir haben gleichzeitig. Deswegen das Wasser. Nice. Das ist ja mal cool gemacht. Oh, so kann man geradeaus ausweichen. Nice. Oh, das war zu viel. Zu viel Entfernung. Das war nicht gut. Anderson, nix da. Wir kämpfen jetzt Slow-Mo. Sehr schön. Bam, Alter. Zurück dahin. Ist das dieser Megaschlag oder was? Die Fähigkeit? Oder kommt die noch? Na ran. Nein, ich wollte auch das gleiche machen. Oh, Animation. Da fliegt er rein. Und das nächste Battle. Jetzt sind wir hier drin. Das Original. Viel stärker als die andere auf jeden Fall. So ein bisschen wie die Schattenklöne aus Naruto. Let's go. Oh, schön gekontert. Ausweichen. Oh, der Boden geht kaputt. Oh, ich hätte beinahe die eine Kombo gekriegt. Das wird dieses Mal. Maus hast du? Oh, nochmal MG-Kicks. Oh mein Gott, maximale Kombo. Maximale Kombo. Holy. Hätte ich noch mehr Fokus, also unendlich den Mod, hätte ich sogar noch drehen können für maximal, Junge. Maximal, alles klar. Genau so viel. Es ist sogar doppelt maximal. Und weg mit ihm. Alter, das war eine richtig gute Kombo. Und raus mit dir. Als wenn es wie bei Dragon Ball oder Naruto wäre, wenn man die Arena wechselt. Tekken auch, genau. Die haben ja auch alle diese Features, so eine Arena Break oder wie das heißt, keine Ahnung. So, nächster Luftkampf. Es ist schon dunkler geworden. Bewegung ist da, Alter, viel heftiger. Oh mein Gott. Bam, Alter. Und nochmal. In der Bewegung fighten wir. Zack, hat getroffen. Okay. Oh, shit. Bam, Junge. Auf zum Wolkenkratzer.
Oh, der hat viel mehr Leben jetzt. Wir laden beide auf. Wir laden beide auf. Oh! Schon wieder. Ey, das ist so geil. Schön timen. Nice, ich war second. Das wäre nicht mehr Kraft. Rein mit dir. Boah, Junge. Briefcase. Wunderschön. Oh shit. Zwei. Drei. Nächster. Oh, jawohl. Das. Oh, schon wieder nächste Animation. So viel Schaden. Raus mit dir. Okay, da wir so wenig Schaden kriegen, kriegen wir auch nicht diese Animation wie zum Beispiel im Film, wo er auf die Fresse bekommen hat. Das ist aber gut so. Denn irgendwann wird es, glaube ich, kommen. Bam, Junge. Und nochmal. Immer den schweren. Bam, Junge. Okay, wir müssen erstmal zum nächsten. Wunderschön. Sehr schön. Zack, nächsten Schläge. Bam, Junge. Sehr gut, schön gestoppt. Immer weiter nach da. Wir werden irgendwo hingedrückt. Ich glaube, auf schwer würde er extra schön jedes Mal dich blocken, wenn du versuchst anzugreifen. 100%. Da hast nicht so viel Zeit zum Aufladen. Musst wahrscheinlich einen Millimeter genau spielen. Oder einfach mehr Damage auf die Fresse, aber gleiche Schwierigkeit vielleicht. Und nochmal, Junge. Gut, das ist jetzt simpel verständlich, was man machen muss und wann, wo genau. Auf mit dir. Oh, schön ausgewichten. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Oh, das ist nicht gut. Halt, da war das knapp. Greif an, greif an, greif an. Oh, er hat mich genommen. Jetzt. Nee, gerettet. Jawohl, Junge. Die Mucke. Oh, mit dem grünen Donner. Ab nach unten. Ey, das ist so episch, ne? Das ganze Szenario, Atmosphäre dann voll geil. Level Design. Bam, Junge. Heftig. Oh, Level Up. Jetzt kriegen wir den Super Punch, oder? Mega Punch. Jetzt sind wir im Loch. Und er hat keine Brille. Das ist geil gemacht. Mega Schlag. Umschalt. Zweite Taste zum Aufladen und halt nur für den Angriff loslassen. Also sozusagen Todesstoß, nur wir kriegen den Megaschlag. Jetzt bin ich gespannt. Du hast höhere Dings bekommen. Auch ich bin mächtiger geworden, Mr. Anderson. Ja, stimmt. Je stärker wir werden, desto stärker wird die AR. Irgendwie so eine Verbundenheit mäßig. Oh, ich bin immer noch betäubt, deswegen muss ich ausweichen, damit das resettet. Oh, das ist gut von ihm. Nach hinten, nach hinten. Oh, das ist das wie aus dem Film. Ich sag ja, es kommt häufiger. Oh mein Gott, das ist sozusagen der normale Schlag, nur schon vorher aufladbar. Oh, Junge. Seine Welt. Mr. Anderson, meine Welt. Geil. Ups, der zieht das hin oben. Na komm. Alle geblockt. Wunderschön gemacht. Smith rasiert. Warte mal, haben wir hier noch irgendwas versteckt? Nee. Blocken, 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 blocken. Angriff. Konter. Angriff. Nochmal Konter. Nehmen. Drehen. Wunderschön. Und gegen die Bande. Jawohl. Und geben wir ihm das letzte Mal nochmal. Gib ihm. Und bam, Alter. Boah, Junge, die Kraft. Tunnel gegraben. Setz Schaufel ein. Hey, wir haben es geschafft. Was kommt jetzt?
Lol. Ach, ich kann mich erinnern. Das ist jetzt cool. Ich bin Andy Wachowski. Und ich bin Larry Wachowski. Oder vielmehr die digitalen Projektionen unserer mentalen Persönlichkeiten. Zunächst einmal gratulieren wir dir, dass du die letzte Phase dieses Spiels erreicht hast. Du hast es echt drauf. Ja, du bist ein verdammt guter Gamer. Aber eigentlich sind wir hier, um zu schildern, welche Probleme wir hatten, diese drei Filme in ein Videospiel zu übertragen. Und zwar steht Neo kurz vor der Erleuchtung. Er ist kurz davor, das Paradoxon von Entscheidung und Entscheidungsunfähigkeit zu lösen, den Widerspruch von freiem Willen und Schicksal. Aber dies kann nur durch einen Akt der Aufgabe erreicht werden, nachdem er der perspektivischen Natur der Wahrheit abgeschworen und die Omnipräsenz eines Bewusstseins akzeptiert hat. Nur dies ermöglicht einen evolutionären Übergang, der das kartesianische Dilemma überwindet. Ja, ohne Scheiß. Eines allmächtigen Wesens, das sowas vom ersten Mal. Den Weg von Neo, der Weg des Friedens. Oh, du hast versprochen, das sein zu lassen. Ja, verdammt, sorry. Was mein Bruder eigentlich sagen will, ist, es ist Zeit für Märtyrer. Also im Film funktioniert das eigentlich ganz gut, aber dieses Jesus-Ding in einem Videospiel ist, sagen wir mal, ziemlich lahm. Ziemlich sehr lahm. Also wir an deiner Stelle würden uns jetzt auf 15 Minuten schweißtreibende Tasten-Action und einen krassen Fight gegen einen der üblen Endgegner freuen. Ja moin, Endfight. Deshalb haben wir Shiny vorgeschlagen, das Ende zu ändern. Wir dachten, dass es cool wäre, wenn Smith aufstehen und "Das ist meine Welt" schreien würde. Und dann springen alle Smith auf ihn rauf und ein riesiger Monster-Smith entsteht. So klassisch 2000. Also, mach dich bereit für das Duell Hulk gegen Galactus. Ja, moin. Du wirst es brauchen. Und genieße Erleuchtung. Junge. Das ist halt echt geil. Guck mal, extra sogar Cutscene gemacht mit Animationen. Das ist echt cool. Das meinte ich, was ich davor geredet hatte. Mit einfach verändern, weil man Bock hat. Weil es ist ein Spiel. Böse Enden einführen, optionale Enden, gute Enden, super gute Enden. In der Blick so, was passiert denn jetzt? Auch ein Respekt, das alles so hinzukriegen, zu der Zeit auch noch. Und dann kommt sowas wie Star Wars Outlaw und das kriegt niemand irgendwas geschissen. Ist der Spider-Man. Yo. Alles klar. Junge, wie Ameisen überall. Holy shit, Power Rangers. Oder Pacific Rim. Yo. Wie geil das aussieht. Nice. Kabel, gib ihm. Nee, das ist nur normal. So richtig Terminator-mäßig. Die Brille fehlt. Mega Smith. Oder Ultra Smith, je nachdem. Alles klar, Junge. Ausweichen immer noch gleich. Leertaste ist aufladen. Todesstoß ist immer noch dasselbe. Bewegung links, rechts. Das ist mal so geil. Aufladen. Feuer. Schaffe ich das? Da haben wir gegeben. Nee, das ist es nicht. Autsch, wie weiche ich aus? Jetzt aber, oder? Nee, auch nicht. Okay, es muss echt passend sein. Ups, okay, das ist Cutscene. Warte auf den richtigen Moment für einen Angriff auf Smith. Aua! Junge, das ist echt schwer. Okay, ich will vielleicht echt rechnen. Das ist nicht gut. Ups, habe ich übersprungen. Versuche die Umgebung zu einem Vorteil zu nutzen. Ey, das ist gemein. Ich kann nicht weiter nach links. Okay. Stimmt, Fokus einsetzen, ne? Das bringt nichts.
und ausweichen. Na komm, Smith. Ich höre einen Truck. Einfach nur so ausweichen. Alter, die Smiths fliegen, ey. Schneeballschlacht. Das müsste reichen. Jawohl. Leertaste. Feuer! Transformers, ohne Scheiß. Da war der erste Schaden. Oh, die Spiegelung in den Brillen, Gläsern, hammer geil. Das erinnert mich an Spider-Man 3, wo die gegen den Sandtypen kämpfen. Ohne Scheiß, 1:1. Hat nicht gereicht. Hier ist echt schwer. Okay, pass auf. Ich glaube, es muss immer hinweisen, wann man angreifen kann. Hat gereicht, Glück gehabt. Feuer! Bam, Alter, durch die Brust. Hälfte noch Leben. Nein, zu spät. Das war nicht gut. Und ich verliere sogar Fokus, obwohl ich nicht mehr aktiviert habe. Früher weg. Lucky. Na, schon böse? Oh, Lucky again. Jo, das ist echt knapp. Feuer! Bam, der Arm ist ab, oder? Oder nur verletzt? Das ist so richtig wie der Easter Egg, ey. Einfach wirklich so ein Marvel-Fight, ey. Und weg. Oh, das war eine Millisekunde fast zu spät. Wir müssen viel früher. Und jetzt. Oder? Feuer. Und wie gesagt, genau bei dem Level, wenn ihr das noch schwer durchspielt, obwohl ihr vorher nur leicht gespielt habt, könnt ihr genau hier alle Cheats freischalten. Nur durch diesen einen Bossfight. Bester Trick ever. So, mein Freund, wie viel Leben hast du noch? Und weg. Wunderschön. Jetzt, wo wir das Pattern kennen... Alter, die fliegen da. Ah. Junge, die können sogar seitlich fliegen. Ekelhaft. Kann ich auch nach rechts ausweichen? Ja, geht auch. Okay. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Okay, jetzt wird's heavy. Merke ich schon. Und weg. Wunderschön. Jetzt muss... Oh, shit. Maustaste. Spammen. Piss dich. Ich muss angreifen. Bitte. Sag, dass es auch reicht. Mit Slow-Mo rein da. Damit wir mehr Zeit haben. Wunderschön. Junge. Komplett durch. Also, davor glaube ich auch schon ein paar Mal, aber jetzt noch mehr. Megatron. Und weiter. Und, oh, zu spät. Lucky. Komm näher, komm näher, komm näher. Und ausweichen. Das müsste reichen. Das müsste nicht reichen. Alles klar, Spam. Spam, Junge. Alter, Maus-Spam, Clickmaster. Du kleiner Ficker. Oh, das geht sogar schneller. Also Fokus zu benutzen, dafür ist dumm. Wunderschön. Und jetzt. Wunderschön, wichtig. Bestmögliche Moment. Bam, Junge. Stück für Stück nehmen wir dich auseinander. So, Kumpel, rechts ist alles offen. Nur noch ein bisschen ist der Koffer.
Hoffentlich. Wunderschön. Oh, das habe ich sogar so geschafft. Nice one. Immer wieder schön den Sound zu hören. Ah. Und weg. Wenn man einmal das Pattern drauf, oh shit, drauf hat, dann ist eigentlich relativ... Oh, kleiner Ficker. Piss dich. Dann ist es relativ gut und easy. Das ist so wie andere Leute, die man sieht immer diese Zero-Hit-Compilation, wo die einfach alles durchballern, wo du denkst, halt da wie, aber, ne? Wenn du es einmal kannst, kannst du es. Und rein da. Die Hand, jawoll. Spricht zur Hand. So, die eine Hand ist schon mal weg. Jetzt bleibt nur eine. Und hopp. Wunderschön. Und hopp. Wieder die gleiche Hand, weil er kann ja, glaube ich, nicht mehr zwei Hände benutzen. Und weg. Wunderschön. Und weg. Als wenn. Der Junge muss sich Double Dodge. Feuer. Komplette Hand weg, okay. Stück für Stück, also die haben es echt ernst gemeint. Feuer. Oh, zu spät. Eieiei, jetzt fliegen wir nach ganz hinten, ne? Ja, Bestrafungsrunde. Ja, einmal gepennt. Und dann passiert sowas. Genau, so fühle ich mich gerade. Wieso habe ich das nicht perfekt gemacht? Oh, es kommen mehr als vorher. Geil, tu nichts und du wirst belohnt. So wie in der Schule. Gib ihm. Das war echt ein Lebensmotto damals. Dazu gibt es auch noch eine Geschichte, kann ich mal im Stream mal erzählen. Junge, Junge. Und hopp. Nicht zu viel. Das ist gemein. Ah, ich kann auch Hindernis einsetzen. Zeig mir. Aber ich mache erstmal so. Safe is safe. Noch mehr. Noch mehr. So, zwischen, 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 zwischen. Als wenn mich das trifft, das hier wie eine Splittergranate. Oh oh, ein Hit nur noch. Ich bin tot. Zu lange braucht zum Aufladen. Ich dachte, ich schaff's noch. Bitte nicht von vorne wieder, sonst muss ich cutten. Heilige Mutter! Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir ungefähr oder an derselben Stelle sind. Also, bis gleich. So, Leute, da wären wir wieder. Machen wir weiter. Perfekt hierhin geschafft, ohne einen Fehler. Jetzt sind wir wieder natürlich in Aufnahme. Wahrscheinlich instant wieder ein Fehler. Der typische Vorführeffekt. Ja, sagte ich doch. Wobei, das passiert auch. Das kann man jetzt nicht so als Fehler ziehen, sondern einfach nur als Nachteil kurz. Wobei man easy ausweichen kann. Im Sinne von danach. Ich lache, wenn wir nur einen Hit entfernt gewesen wären. Warte. Ins Gesicht, Junge. Weg mit der Brille. Und Hälfte des Hirns. Leute, das rote Auto. Ferrari. Und weg. Pattern ist sehr bekannt. Und nach rechts. Du Ficker. Wie lange die auch nachsliden, ist ja ehrlich eklig. Okay, seitlich gleiten ist geil, aber dann passiert das hier. Und schnell, 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 schnell. Feuer, Feuer, Feuer. Stein, Stein, Stein. Lucky. Bam, Junge. Schön viel Luft da rein. Das ist noch Funst, Junge. Holy shit. Nokia 1010. Irgendwo in der Mitte wahrscheinlich sein Herz. Und raus. Sehr gut. So, das ist jetzt auch perfekt, oder? Jawohl. Jetzt gehen wir mal nach rechts. Und weg da. Okay, links ist ein bisschen safer, ich merke es schon. Und hopp. Ah. Und rauf da. Final Hit oder was? Ja, Final Hit. Wir waren also drei Shots entfernt. Durch den Mund, Junge.
Und sozusagen so sterben die. Das ist ja auch cool. Wir töten das Original und das Original und deswegen sterben die anderen. Und dadurch überlebt auch Neo. Hat's geschafft, es ist vorbei! Es ist vorbei, er hat's geschafft! Zion, es ist vorbei! Was sagst du, was ist passiert? Sir, er hat's geschafft, Neo, er hat's getan! Was getan? Er hat den Krieg beendet, die Maschinen sind... Oh nein, jetzt muss ich überspringen. Leider, wegen der Musik im Hintergrund. Okay, Leute, damit haben wir alles durch. Wie gesagt, das sind die ganzen Level hier. Ich kann ja nochmal alle vorzeigen mit dem Namen und so weiter. Wie gesagt, ich glaube, der längste Teil war der erste Teil, der hier drin war. Verständlicherweise, ne? Die Ausbildung, die ersten Anfänge, ikonische Szenen. Der zweite Teil war mehr so... Ich sag mal so, wie soll man... Ja, ein paar Dinge retten, sozusagen der Ausgewählte sein. Potenzielle retten, Kapitäne retten, so kleine Teile. Weil der zweite Teil war mehr für den Film gedacht statt in dem Spiel. Natürlich hätte man mehr rausziehen können, hätte man bessere Technik. Aber so für den hier war der zweite Teil am kürzesten. Und dann der dritte Teil hat natürlich ein bisschen am Ende noch reingeballert. Aber der längste war der erste, definitiv. Und dann haben wir Leute noch, Ah, warte, hab ich überhaupt die ganzen Dinger gezeigt? Warte, sorry. Einmal schnell hier durch. Man kann ja das Video auf 0,5 stellen oder pausieren. Genau. Gefühlt der stärkste Gegner war immer noch die Witch, wegen dem, Lebensbalken. Kranke Scheiße. Das ist meine Welt. Credits. Und jetzt haben wir noch die, Zion-Archive. Genau, das hatte ich nicht erwähnt. Der Löffel, diese Fähigkeit, die man freischaltet, das ist genau dieses Level hier. Da ist nämlich, das kann ich mal kurz zeigen. Dort sind nämlich solche Figuren, die sozusagen behind the scenes nicht hierhin geschafft haben oder als Fun gemacht wurden. Auch stumpf. Man kann hier nichts machen, kein Fokus, kein Springen, aber man hat hier solche Dinge dran. Zum Beispiel, die haben wir ja gesehen. Die wurden nicht rausgeschnitten, aber das gab's noch. Haben die wahrscheinlich nicht mehr geschafft. Dann Neo in so einem Outfit. Sieht man auch die verschiedenen Hauttöne, haben die nicht fertig gekriegt. Der Typ hier, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war. Irgendein bestimmter Charakter. Irgendwie das und das, what the fuck. Und wie gesagt, das hier. Ich glaube nicht, dass man hier mehr tun kann. Deswegen muss man hier dann wieder ins Hauptmenü. Und dann kann ich noch zeigen, warte. Hier die Filme, die man freischalten kann. Den haben wir, ah doch, haben wir schon. Ich dachte, die haben wir nicht. Upsi. Ich denke mal, das ist da unten. Haben wir alles freigeschaltet? Ich glaube... Ja, das war's. Das waren alle. Und ansonsten Spezialkombos. Wie gesagt, das sind die, die ich meinte, die waren schwer. Den haben wir häufiger hinbekommen, den Codebrecher. Dann die schnellen Tritte haben wir kurz einmal geschafft mit der maximalen Kombo. Da habe ich mich echt gefreut, dass wir das geschafft haben. Den MG-Kick auch noch. Verschiedene Beine. Den hier noch. Den hatte ich versucht, aber es war voll schwer. Der hier. Und das ist einer der schwersten. Ihr seht, wie lang das ist. Aber das Ding rasiert wahrscheinlich. Unnormal, aber das hinzukriegen, ohne dass die Leute ausweichen, das ist echt schwer. Also da hätte man irgendwie so Breaker reinmachen müssen, dass man weiter angreifen kann, Stun oder so. Aber vielleicht kriegt man es doch hin, so wie ich es gerade meinte, nur ich weiß das nicht. Media View ist nochmal sowas extra, so behind the scenes halt, wie gesagt, ne, diese ganze Kacke. Das haben wir nicht gefunden, wie ihr seht, es gibt noch so viel, was man finden kann. Das sind die ganzen Koffer, die man überall im Level finden kann und die muss man überall finden. Das heißt, da muss man so viel zerstören, suchen, bis man das alles hat. Das ist echt krank. Genau. Dann, das haben wir ja schon alles gesehen. Die hatten wir alle an. Genau. Also ich finde, die man anlassen kann, egal für welche Schwierigkeitsgrad, ist definitiv das hier. Das macht doch Sinn. Das hier sowieso. Ich hasse sowas, wenn das immer so gemacht ist. Das kann man auch machen, zum Fun. Muss man aber nicht. Vielleicht für mehr Challenge, weil man nicht cheaten will mit manchen Waffen, die erst später kommen oder gar nicht da sind. Das finde ich nicht schlecht eigentlich. Für mich persönlich Singleplayer. Das kann man anmachen, falls man ein bisschen mehr wie der Auserwählte sein will, ohne das zu benutzen. Und das ist natürlich 2000er Run and Gun. Genau. Das nochmal Behind the Scenes und mehr haben wir nicht, Leute. Damit haben wir das Spiel durch. Gut, Leute, wenn euch das Projekt gefallen hat, lasst ein Like, Abo und Kommentar da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.